Moin moin liebe Leute und mal wieder herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 Reloaded. Mit dem Chemnitzer FC natürlich wieder, euer Hansa-Fan ist am Start. Endlich wieder mit einer Aufnahme-Session. Eigentlich hätte ich richtig Bock gehabt, letzte Woche was aufzunehmen. Aber mich hat eine Erkältung ganz schön flachgelegt, von da war ich stimmlich sehr angeschlagen und meine Nase war zu. Und ja, jetzt geht's ein bisschen angeschlagen bin ich vielleicht noch, weiß nicht, ob man es erkennt oder so, meine Stimme, aber sollte eigentlich funktionieren. Nee, also wie gesagt, lag nicht daran, dass ich wieder eine Pause brauchte. Nein, ich hatte eigentlich Bock gehabt, aber diesmal war ich ein bisschen angeschlagen. So, ich hoffe, dass ich diese Woche auch schaffe, mal wieder FIFA aufzunehmen. Da habe ich ja noch ein paar Folgen im Nachhinein rausgehauen. Mehr dazu dann aber in der nächsten FIFA-Folge. Hier geht's auf jeden Fall weiter mit unserem CFC gegen unseren Mitaufsteiger aus Heidenheim. Die sind ja zusammen aufgestiegen in die zweite Liga. Heidenheim momentan auf Platz 15, wir auf Platz 8. Wir haben momentan ja eine kleine Heimiserie. Zweimal zuletzt verloren, 3:0. Gegen Köln und gegen Dresden. Jetzt geht's erneut zu Hause gegen Heidenheim. Können wir uns mal wieder einen Sieg sichern? Wichtig wäre auf jeden Fall. Und deswegen sagen wir, ein Remis schaffen wir mindestens für unsere Mannschaft. Ja, ich liebe dieses Lied einfach. Aber wenn ihr Vorschläge habt für eine neue Tormusik oder neue Einlaufmusik, dann schreibt's einfach in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht ab der Winterpause zur Rückrunde dann eine neue Version rausbringen, einen neuen Soundtrack quasi für unseren CFC. Jetzt gibt es erstmal eine knifflige Entscheidung in Chemnitz, nämlich Niederlechner ist da auf dem Weg in den Strafraum, wird von Hofstetter hart angegangen. Teilweise dürfte die Aktion vor und teilweise im Strafraum gewesen sein. Schiedsrichter sollte alles gesehen haben und es gibt Strafstoß. Sollte Strafengrenze sein, aber der Schiri gibt Strafstoß. Patrick Meyer wird ruhig und souverän, langer Anlauf an die Latte. Heidenheim verkackelt den Auftakt hier. Fünfte Minute, Patrick Meyer verschießt einen Elfmeter. Glück für unsere Chemnitzer an dieser Stelle. Neunte Minute, nächste Chance, Heidenheim. Und da habe ich wieder was klatschen gehört. Meyer kommt zum Kopfball, setzt diesen an den rechten Außenpfosten. Nochmal Alu. Aber Schiri hatte vorher bereits abgepfiffen, als ich ja schon mal aufgestürzt hatte. Jetzt 17. Minute, Chemnitz. Und Idee, eine mit einer guten Aktion. Aber als er schießen sollte, entschließt er sich noch einmal einen Haken zu schlagen und bleibt hängen. Ach, Zauberei. Die brauchen wir jetzt hier nicht in dieser Situation. Riesenchance in Chemnitz, 23. Minute. Überzahlturm für den CFC. Sie stürmen nach vorne. Fink mit der Riesenchance frei vor Sattelmeier. Heber genau unter die Latte. Das 1:0 für den CFC durch Anton Fink. Sein vierter Saisontreffer. War ja noch nicht gut drauf bislang in der zweiten Liga. Jetzt kommt er so langsam an. Und das mit dem blitzsauberen Heber. Herrlich. Jetzt hohe Flanke von der rechten Seite durch Schnatterer. Die köpft Niederlechner in das Chemnitzer Tor. Springt dabei aber in den Torhüter. Nein, also die Stürmer setzen sich hier ganz schön in Szene. Niederlechner, wir sehen auf Spitzenwinkel das lange Eck ab, verzieht aber. Und da ist der Ausgleich schon. Florian Niederlechner, das hat sie angedeutet. Sein fünfter Saisontreffer. Koch läuft rechts durch Mittelfeld. Passt gut nach innen zu Niederlechner, der zu viel Platz hat und aus 20 Metern abzieht. Der Ball rutscht Müller unter den Körper durch und liegt schließlich im Netz. Ein eindeutiger Torwartfehler. Ah, bitteres Ding hier für Kevin Müller. Nochmal Heinlein, 37. Müller pflückt den extrem gefährlich angeschnittenen Ball sicher runter. Das gibt ihm natürlich Auftrieb. Eieiei, gut, da haben wir den Ausgleich kassiert, aber es ist, glaube ich, verdient, denn Heinlein hier mit dem Überfluss an Chancen und da steht es 1:2. Sven Zögler dreht das Spiel. Amina Fahne verliert vor dem Strafraum gegen Niederlechner den Ball, der direkt weiter zu Zögler passt. Dieser umkurvt am Strafraum locker. Wachsmut und auch Müller sieht bei dem Flachschuss linke Eck nicht wirklich gut aus. Eieieiei. Das kurz vor der Pause hier der Rückstand. Das kann es ja wohl nicht geben. Sicherlich ist es verdient, aber man muss natürlich wieder die Leistung von unseren Leuten in Frage stellen. Warum wir gerade zu Hause hier solche unkonstante Leistung bringen. Das sind alles Sachen, die passen gerade überhaupt nicht. Leute, kommt, gebt euer Bestes. Spielergespräche, Müller kritisieren. Da muss man wieder mehr Konstanz bei ihm reinkommen. Bisher hat er in der zweiten Liga noch nicht so aufgetrumpft. Staphylidis, okay, können wir loben. Hofstetter ebenso. Genau wie Wachsmut, der macht heute eine gute Partie. So, dann Afane kritisieren. Das ist mir auch zu unkonstant, was der bietet momentan die Saison. So, Staphylidis mit einer Massage. Wachsmut bekommt eine und Michael Schulze bekommt eine. Und dann geht es erstmal so unverändert weiter in Halbzeit 2. Alle machen sich warm und jetzt der Ausgleich! Mit Wiederanpfiff Anton Fink. Ede spielt der Mannschaft hier nicht. Passt zu Push, statt selbst zu schießen. Der junge Mittelfeldspieler aber verzieht überhastet. Doch Anton Fink hat irgendwie geahnt, wohin der Ball kommen könnte und rutscht auf die nasse Rasen. Irgendwie in den Ball mit diesem über die Torlinie. Jawohl, der muss uns halt erzwingen, wenn es nicht anders klappt. Jetzt aber wieder die Heidenheimer.
Zirkler dreht am linken Strafraumeck. Dreht sich am linken Strafraumeck um Schulze herum. Schlenzt über das lange Eck. Gut, ein Meter am Winkel vorbei. Ausverkaufte Stadion heute. Herrlich. Zu diesem Duell der Aufsteiger. Hofstetter mit einem groben Foulspiel. Sieht die gelbe Karte gegen Patrick Meyer. Freistoß Mittelfeld für die Heidenheimer. Aber das war wichtig, dass wir gleich nach der Pause hier wieder zurückgekommen sind. Uns überhaupt nicht haben beirren lassen von diesem Treffer kurz vor der Pause. Jetzt wird es erstmal einen Wechsel geben. Für Afane wird Steffen Prokop reinkommen. Push geht dafür auf die linke Seite. Prokop natürlich in die Zentrale. Ist ja bekannt. Wir lassen mal die altgesottenen Kräfte heute draußen. Wachsmut haben wir auch wieder aufgestellt. Muss mich auch mal wieder reinfinden. Habe mich gewundert, warum. Aber habe ich mich ja recht zurückerinnert. Da war ein Plan hinter, weil Julien ja natürlich geschwächelt hat zuletzt. Güllert rettet in höchster Not gegen Ede. Der Stürmer hätte sonst freie Bahn gehabt. Schade. 17 Minuten rum, weiterhin 2:2. Jetzt nochmal die Chemnitzer Ecke vom Push. Anton Finkstark zum Kopfball hoch, aber Wittek ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke vom Push klären. Nochmal Glück für Heidenheim. Ein Ballgewinn von Hofstetter. Im Mittelfeld geht es beim Chemnitzer FC ganz schnell. Ede macht in Auslöserposition aber einen Haken zu viel. So, Ottavio kommt für Zirkler bei Heidenheim und wir werden nochmal wechseln. Rechts geht Michael Schulze raus. Für ihn kommt Ronny Gabuschewski ins Spiel. Kirch rückt einen nach hinten dabei. Also nochmal Offensivkraft rein hier. Frische. Gabuschewski 13 Minuten vor dem Ende. Kommt er jetzt also ins Spiel. Nochmal Chemnitz jetzt. Drehen wir das Ding nochmal. Nee, schade. Chance für Chemnitz. Idee ist eigentlich in guter Schussposition. Raphael vertändelt den Ball dann gegen Wittek, der den Ball so weit wie möglich aus der Gefahrenzone drischt. Noch 10 Minuten. Nächster Wechsel. Benny. Nein, Idee wird rausgehen. Idee wird rausgehen. Für ihn kommt natürlich Benny Förster ins Spiel. Unser Zweitliga-Sturmduo jetzt. Oder Drittliga-Sturmduo jetzt wieder. Unser Aufstiegssturmduo. Jetzt habe ich es raus. Jetzt dabei. Nochmal Chemnitz 82. Und jawohl, da ist es! Anton Fink mit dem Dreierpack. Sein 6. Tor in der 2. Liga, ganz bittere Szene. Heidenheim spielt auf Abseits. Gölert rückt nicht rechtzeitig raus. Fink ist plötzlich frei durch und lässt Rufensattelmeier aus 11 Metern keine Abwehrchance. Super, Leute. Klasse. So spielt man zu Hause auf. Lässt sich nicht beirren. Gute zweite Halbzeit natürlich von unseren Jungs. Und nochmal. Hattrick von Anton Fink zum 4-2. Viererpack. 3 in Halbzeit, 2 hintereinander. Was ist denn mit dem Typen los heute? Extrem weiter Einwurf von Oliver Kirch von der rechten Seite in den Strafraum. Das ist fast schon eine Flanke. Prokop verlängert und Fink ist eine winzige Stelle als Wittek. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Rufensattelmeier über die Torlinie. Was für ein Spiel, Leute. Anton Fink schießt Heidenheim ab. Viererpack des Stürmers. Ein lupenreiner Hattrick in der 2. Halbzeit. Sowas hat man ja auch nicht oft. Und wir springen auf Platz 7 jetzt mit 21 Punkten nach 13 Spielen. Wir sind voll im Soll. Auf Richtung Klassenerhalt. Von mehr will ich gar nicht sprechen. Ja, Leute, 4:2 Sieg zu Hause gegen Heidenheim. Nach zweimaligem Rückstand haben wir das Ding endgültig gedreht. Anton Fink mit einem Viererpack heute und einem lupenreinen Hattrick. Also nach seinem Formtief jetzt also wieder ein Formhoch. Form von 14 jetzt nämlich. Sein 7. Tor im 12. Zweitligaspiel. Okay, er hatte vorher bloß 3 vor diesem Spieltag. Dann hat er seine Torquote natürlich höher geschraubt. Kolja Posch auch mit 2 Torvorlagen heute. Aber er kommt wieder zur alten Form zurück. Und auch Steffen Prokop endlich mal mit einer Einwechslung, die sich bezahlt gemacht hat. Denn er hat eine Torvorlage geliefert. Gute Leistung auch von ihm, also nach Einwechslung. Ansonsten hat kein Einwechselspieler eine Note bekommen. Benny Förster hat nicht mehr viel gezeigen können. Gabuschewski genauso. So Mausberger heute mit einer Pause wird nächstes Mal wieder seinen Einsatz bekommen. Der ist ja nicht schlecht, der Typ, der Junge. Und guck mal, Kevin Möller, ja, war an 2 Gegentoren, sah nicht gut aus. Und ansonsten Afane mit einer 5. Der wird erstmal wieder raus sein, ein bisschen aus dem Rennen. Gefällt mir einfach nicht, was für Typ du liefert. Spielt so unkonstant. Schade eigentlich. So, ansonsten Sven Zögler, bester Mann bei Heidenheim. Im Duell der Aufsteiger setzt uns alle durch. Wir haben uns also durchgesetzt mit dem Aufsteiger. Im Duell der Aufsteiger. Toni Wachsburg auch mit einer recht guten Leistung, passable Leistung. Sein erster Saisoneinsatz, sein erstes Zweitligaspiel. Und es hat er recht unaufgeregt gemeistert. Hier Note, souveräne Note 3,0. Gucken wir mal rauf. Es waren letztendlich ja, sogar fast 2000 Heidenheimer mit. Wunderbar, dass sie so viele Fans mit dabei hatten. 20.000 Zuschauer, ist der Stadion jetzt komplett fertig? Gucken wir auf die Ergebnisse rauf. Braunschweig schlägt Sandhausen 4:0. Köln gegen Bochum 3:1. Dresden gegen Aue im nächsten Sachsen-Derby 1:1. Union Berlin gegen Arminia Bielefeld 3:3.
Ingolstadt gegen Lautern 2:0, Aalen gegen Fürth 1:3, 60 München gegen Paderborn 1:0, Frankfurt Augsburg 1:4 und Chemnitz gegen Heidenheim 4:2. Also eine gute Leistung von uns heute, Union dick drin im Abschiedskampf. Sandhausen hat immerhin mal einen Punkt geholt, weiß bloß nicht wann. Das ist auch schon, ach, glaube ich, am ersten Spieltag haben die den geholt, ne? Kann das sein? Ich guck mal kurz rauf. Sandhausen, nee, da war es nicht. Ja, irgendwann in letzter Zeit haben die den ersten Punkt geholt. Jedenfalls aber kassieren trotzdem eine dicke Niederlage nach der anderen. Für uns geht es nächstes Mal nach Bochum. Direkter Konkurrent hier, also Duell der Tabellennachbarn. Das ist auch mal eine schicke Sache. So, schauen wir mal auf die Stimmen. Was sagt Steffen Prokop? Es gibt ja 3 Punkte zu holen. Warum sollten wir uns mit einem auseinandersetzen? Ganz genau. Für Statistik natürlich muss da Anton Fink heute vertreten sein mit seinem Viererpack. Das ist echt unglaublich. Klasse Leistung, Sebastian Härtner. Ja, erinnert euch noch an den Typen von Schalke? Aus dem Schalke-Let's Play. Also dürfte eigentlich interessant mal für uns werden, ne? Wenn es da für Lidis Leier ausläuft nächstes Jahr. Mal gucken, was man sich so ausdenken kann noch im Laufe der Zeit. Teamleistung, okay. Ist der Spieler. Ja, damit hat Fink Förster überholt, der ja besser eingeschlagen hat als bei der Liga bislang. Da werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Veränderungen vornehmen nächstes Mal. Ein paar Leute haben mir dann nämlich nicht gefallen diesmal. So, Rafinha wechselt nach Tunis, ist aber ein anderer Rafinha, glaube ich. So, gegen Peter Neuburg aus Bochum geht es zum nächsten Mal. 70.000 Zuschauer sind gerade erwartet. Ich denke mal, da werden auch einige Chemnitzer mitreisen wieder. So, Mannschaft der Woche. Anton Fink natürlich dabei. Einfach erfolgreich. Mir kann einem vor Bochum fällt da aus. Ja, dem wurde es Anfang der Saison ja angeboten, ne? So, die ganzen aus der zweiten wieder zurück in die Jugendmannschaft gesteckt worden. Jo. Gucken wir, oh, wir haben ein Sponsorenangebot. Leere Banden, achso. Strabag, eine Straßenbaufirma. Und hier ist Alpline, okay. Summe erhöhen, ein Jahr ist in Ordnung. Gucken wir, ob wir die Summe noch erhöht kriegen. Nee, schade, okay. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Haben wir hier noch was? Sponsorenpyramide? Nee, kein Premium-Sponsor momentan. Da fehlt jetzt ja noch der Richtige. So, Team, dann gucken wir gleich mal rein hier. Ronny Grabuschewski. Was hat er für Ziele? Will Stammspieler sein. Ziele runterschrauben? Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, braucht die mal nächstes Mal in Topform. Verspricht, okay, sehr schön. So, Sascha Pfeffer. Für seine Schuhe einen schwachen Fuß haben wir einfach mal. Der braucht ja auch noch wieder eine Weile, bis der wieder drin ist. Nach seinem Mittelfußbruch. Koya Push, gut trainiert. Ah, einen Anton Fink müssen wir jetzt natürlich loben, ne? Wo ist er? Anton Fink. Da ist er, dem müssen wir jetzt natürlich was sagen. Super letztes Spiel. Das müssen wir da schon mal honorieren, natürlich. So, was haben wir noch? Oliver Kirch. Hat er für Ziele? Will Stammspieler in der Zweitmannschaft sein? Das ist eigentlich höhere Ziele, müsste er eigentlich haben. Gibt im Training alles, sagen wir einfach mal. Noch Luft nach oben, na klar, da wird schon noch Luft nach oben sein. Benjamin Förster, nee, da ist momentan nichts Schönes. So, was haben wir hier? Mannschaftsführung, klasse. Sind als Mannschaft wirklich zusammengewachsen, jawohl. So, Tino Semmer, wie geht's der Familie? Es wäre schön, wenn sie mit Fußball reden würden, okay. Okay, ich bin halt nur ein sehr neugieriger Mensch, der sich gerne um das Privatleben anderer kümmert. Nein, natürlich nicht. So, ich werde jetzt schon mal die Aufstellung regeln. Und zwar für ED wird Förster wieder spielen. Mauersberger für Afane. Oh, Hensel auch eine gute Form wohl, ja. Aber wo Mauersberger dann auch mal links spielen könnte, ne? Ja, so viel Unterschied macht das nicht. Dann probieren wir Mauersberger diesmal auf der linken Seite aus. Im nächsten Spiel. So, und die Verteilung bleibt so. Müller auch. Okay, ist dafür das. Schulze auch wieder mit einer guten Form. Ja, Müller muss einfach wieder rauskommen aus dem Formtief. Da wird er sich schon erholen, da denke ich mal. Und dann gehen wir mal rein, weiter. Zum Bochum-Spiel natürlich. Möwald verlängert seinen Vertrag. Ach, den wollten wir auch mal holen, ne? Wo hat er verlängert? Bei Erfurt, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, kein Thema, den trotzdem zu holen. Demnächst mal. So, Jungspieler entdeckt, was haben wir denn hier? Federico Bramballa. Ja, der ist so eigentlich relativ in Ordnung, können wir mal verpflichten. Und dann gehen wir mal wieder weiter, wenn wir eigentlich recht schnell hier durchkommen. Wir haben ja Winter jetzt bald in der Winterpause auch. Redlich alle Trainingsziele, kann er alle erhöhen. So, Oldenburg hat Interesse an ihn, das ist ja auch schön, aber Oldenburg habe ich kein Interesse. Wir wollen mit unseren Chemnitzern schließlich noch was erreichen. 1 haben sie verloren, die zweite, schade. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Ein Herz schlägt nur für dich.
Also, wir sind zu Gast im Revier-Power-Stadion und ein anderes Ding hier. Verfolgerduell im oberen Tabellendrittel. Augsburg gegen 1860, Dritter gegen Vierter. Dann haben wir Bielefeld empfängt Köln und ja, Bochum gegen Chemnitz. Das Duell der Tabellennachbarn. So, Hense also ganz gut drauf. Decke 66, das freut mich für ihn natürlich. So, oder wen jetzt, Schulze oder Kirch ist die Frage. Im rechten Mittelfeld, Kirch mit einer Form von 10. Ne, das bleibt eigentlich so, das hat mir ganz gut gefallen letztes Mal. Deswegen, ja, machen wir da jetzt uns keinen Dicken draus. Sascha Pfeffer wird noch nicht wieder in den Kader zurückkommen. So, News Center. 0-1 haben sie verloren, dann ist Zart bester Mann. Also wird ja immer besser hier, guck mal an, 52 Stärke schon. Christian Mausberger Trainings erreicht, das freut mich für ihn. Okay. Gut, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Spiel gegen Bochum. Haut rein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Fan. Ciao, ciao.